Dann gehen wir doch mal rein. In die gute Stube. Katerchen, komm mit. Es ist 2.36 Uhr. Es besteht eine hohe Wahrscheinlichkeit, das Ziel in gutem Zustand zu erreichen. Wir sind bald unterwegs in die dritte Realität. Bist du aufgeregt, Fran? Ja, ich würde auch gern mehr verstehen. Vielleicht wäre ich aufgeregter, wenn ich die Realitäten besser verstehen würde. Du wirst es schon bald verstehen. Die Antworten sind nicht immer leicht zu erkennen. Bald? Aber warum denn nicht jetzt? Haben wir nicht Zeit? Die Zeit schreitet voran, wie sie muss, damit du leben kannst. Würde alles jetzt passieren, würdest du vermutlich explodieren. Sagst du mir damit, dass die Antworten, die ich wissen will, zu mir kommen, wenn sie es wollen? Nicht ganz. Weißt du was? Ich sollte lieber sagen, du musst alles im Fluss der Zeit ergründen und erleben, um es zu verstehen. Das bedeutet, die Antworten kommen, wenn du sie findest. Nicht, wenn andere dir sagen, wie oder wo du sie findest. Ich muss also auf die Suche gehen. Ich verstehe. Na gut. Jetzt bin ich aufgeregt. Du hast meine Neugier geweckt. Das ist das Beste, was ich für dich tun kann. Für dich tun kannst. Sei neugierig, dann wirst du immer etwas zum Staunen haben. Aber jetzt, Fran, haben wir einiges zu tun. Durch Reden kommst du nicht nach Hause. Was für Dinge, Sir? Die Maschine muss gewartet werden. Und ich glaube, du bekommst das fantastisch hin. Hier sind die Feuerwehren und das Wasser, die du besorgt hast. Cool, danke. Krieg ich die einfach wieder? Du musst den Treibstoff mischen und dafür sorgen, dass die Wasserpumpe wieder läuft. Sämtliche Informationen findest du, wenn du den Raum links betrittst. Aber du kannst natürlich jeden Raum betreten, den du willst. Ich kümmere mich um die Reparatur des Automatikfahrers. Was? Aber falls du mich etwas fragen willst, findest du mich hier. Ich habe das noch nie sowas gemacht. Das macht es doch umso aufregender. Viel Spaß, meine Liebe. Na gut, ich gehe jetzt. Tschüss. So viele Möglichkeiten hier. Plattenspieler. Was macht denn Plattenspieler hier? Bei dieser Musik muss ich an Gabeln denken. An Gabeln? Vielleicht wird die ja mit Gabeln gemacht. Man weiß nie. Okay. Was haben wir hier? Das bald. Ich Klebeband ist immer gut, um Dinge zu reparieren. Na dann. Kann ich das aufbrechen? Nein, natürlich nicht. Was habe ich mir dabei gedacht? Entschuldigung. So, den Hammer vielleicht auch? Ein Hammer, natürlich, um zu hämmern. Naja, nicht wenn du den Hammer für etwas anderes benutzen willst. Aber wofür? Nee, ich lasse es dann einfach hier. Ein hölzerner Fuß. Erinnert mich an mich, als ich ein Baum war. Schätze, der wird als Modell für die Schuhherstellung verwendet. Edwards Schuhe sind sehr hübsch. Stimmt. Sehr fein gekleidet, der gute Skelettmann. Was? Schuhe? Schuhsohle? Oh mein Gott. Ach, was? Füße. Ein Fuß mit einem Schuh. Ein Fuß ohne Schuh. Wieder in der Sprache von Etherster. Ich frage mich, was da steht. Ist das Haut auf der Schuhsohle? Das ist... nicht so gut, glaube ich. Huch, eine Feder. Wie im Rätsel des großen Zauberers. Der Stift von Menschen und die Freiheit von Vögeln, ja. Ah, das haben die mit Stift gemeint. Natürlich. Ich glaube, ich wusste die Antwort schon, bevor ich das Rätsel gelesen habe. Nein, ich nicht. Was ist das für ein Fahrrad hier? Das ist ja komisch. Ich habe auch ein rotes Fahrrad. Aber das ist natürlich nur Zufall. Es gibt viele rote Fahrräder. Natürlich ist das nur Zufall. Oh, das sieht echt kompliziert aus. Ich will gar nicht wissen, was das ist. Vielleicht ein andermal. Ich glaube, Edward hat echt Stil. Er mag Dinge, die ich auch mag. Bei all diesen Details komme ich schon ins Grübeln. Oh, man kann rausgucken.
Oh, schön. Und die Tasse kann ich wieder gucken. Leckerer, warmer Tee. Er riecht nach Honig. Wow, ich frage mich, wo wir gerade sind. Hihi, hier sieht alles aus wie in einer Ameisenwelt. Ach so, weil alles so klein ist. Das gibt mir das Gefühl, so winzig in dieser Welt zu sein und macht mich schwindelig. Autsch, ich habe mich an den Glühbirnen verbrannt. Ich sollte sie nicht anfassen. Tolle Wurst. Gut gemacht, Fran. Okay, man kann hier sonst nichts machen. Oh, wir können noch die Pillen nehmen, natürlich. Das könnte was bringen. Kamala Hunt. Was? Get ready. Okay. Oh, das kriegen wir hin. Wir sind ein Profi. Jeder Schuss sitzt. Fast jeder. Oh oh. Wie viele Level gibt's hier? Winner! Oh. Endboss? Ein Huhn. Der Endboss ist ein Huhn. Nein, der hat mich echt erwischt, ich Idiot. Oops, you crashed the game. Was? Unpredicted behavior from the ITWork computer machine database has been found. ITWork has been shut down. Egg Easter allowed. Das war ein Easter Egg. Stop! Was für ein Easter Egg ist das denn? Weiß jemand, was das für ein Easter Egg war? Wenn es denn eins war. Aber das war ganz cool. Und wir haben eine Trophäe bekommen. Ah, ich weiß, was das ist. Ein Kompass. Aber der scheint nicht richtig zu funktionieren. Er zeigt gleichzeitig Norden und Süden an. Hm, ich frage mich, was diese Maschine macht. Die macht sicherlich viele Dinge. Oder überhaupt nichts. Dinge, die sich bewegen und drehen. Mehr sehe ich nicht. Den Knopf könnte ich drücken. Wahrscheinlich öffnet sich dann die Tür, natürlich. Hallo, hier ist Fran. Hm, niemand antwortet. Naja, ich kann ja immer mit mir selbst reden. So, auch die geht natürlich auf. Er meinte ja, wir sollen erst hier reingehen. Aber ich nehme erst die Pillen. Oh mein Gott. Dieser verdammte Clown. Jetzt gucke ich mal raus. Ja, da hat sich ja großartig was geändert. Nichts. Kann ich nochmal spielen? Ja, könnte ich, aber hat sich auch nichts geändert. Aber hier in dem Raum hat sich gar nichts. Bis auf ihn natürlich. Aber sonst. Und das Blut natürlich. Wir gehen mal in den anderen Raum. Oh wow. Was ist das denn hier? Wow, das ist aber ein riesiger Kreisel. Schätze, das könnte der Motor sein. Das Design gefällt mir sehr, absolut verständlich. Ein Kreisel als Motor. Ja, natürlich. Der Kompass dreht sich im Kreis. Kopf über und nach nirgendwo. Das ist nicht normal. Diese Lichter zeigen definitiv, dass etwas funktioniert. Okay, das ist derselbe Kompass. Was ist das hier? Was für ein Chaos. Edward hat anscheinend keinen Ordnungssinn. Aber mit mechanischen Dingen kennt er sich sehr gut aus. Vielleicht behält er diese Teile, um neue zu machen. Hm, sind die, um daraus Wasser zu trinken? Die sind ziemlich klein. Vielleicht sind es ja für sehr kleine Wassermengen. Vielleicht sind es ja auch für sehr schlanke Leute. Na klar, ich brauche diesen Bleistift nicht. Ich habe schon einen Buntstift. Das stimmt, den haben wir. In dieser Vase sind keine Blumen. Die lasse ich einfach hier.
Kann ich Wasser da reinkippen? Wohl nicht. Schade. Was ist das hier? Hm, völlig leer. Was muss denn da rein? So ist es dicht, so ist es nicht dicht. Glaube ich. Ich schätze, wenn das Licht rot leuchtet, funktioniert es nicht. Der Schlauch scheint beschädigt zu sein. Kann ich das mit Klebeband... Super, repariert. Ich sollte mich selbst für meine Cleverness loben. Man kann es aber auch wieder aufmachen, wenn man will. Wir haben eine Maschine, die aussieht wie die zu Hause. Ich glaube, das ist eine Maschine, um Wasser zu erhitzen. Muss so sein. Wir haben eine Maschine, die... Oh, okay. Kann ich hier Wasser jetzt einfüllen? Okay. Jetzt ist die Pumpe mit Wasser gefüllt. Zumachen. Dicht machen. Okay. Da läuft jetzt Wasser durch. Hier rein. Okay. Kann ich da die Beeren reintun? Nee. Kann ich anzünden? Hier gibt es kein Gas, das aus den Rohren kommt. Hm. Noch die Beeren rein. Okay, also das Wasser bleibt da drin. Okay, Moment. Vielleicht muss ich ja noch irgendwas machen. Vielleicht. Realitätsansicht. Und die Ultra-Realitätsansicht. Chemische Mischung. Mikronährstoffe in Feuerbeeren werden die Maschine verbessern und einen langlebigeren Motor verschaffen. Feuerbeeren. Realität und Ultra-Reality? Interessant. Das sieht sehr chemisch und spaßig aus. Das muss die Mischung für den Treibstoff sein. Hi. Ich habe selbst vergessen, mir Liebe zu schenken. Sekunden und Minuten und Stunden und Tage. Tick-Tack, Tick-Tack. Ich habe vergessen, wie man dich versteht. Ich habe vergessen, mir selbst Liebe zu schenken. Was zum Henker? So, was passiert jetzt mit der Maschine, wenn ich mir hier die angucke? Gar nichts. Ich probiere einfach mal alle Kombinationen aus, aber irgendwie... Hat das umgeschaltet auf grün? Ne, hat's nicht, ne? Hm, okay. Keine Ahnung. Müssen wir gleich nochmal gucken. So, was haben wir denn hier auf dem Tisch? Oh mein Gott.
Ich glaube, das muss eingeschaltet werden, bevor es funktioniert. Ja, dann schalte mal. Brennt ziemlich stark. Gut. Was steckt denn die kleine Flasche? Okay, das geht da rein. Vielleicht sollte dieser rosa Schlauch mit irgendwas verbunden werden. Wahrscheinlich. Blauer Schlauch, einsatzbereit. Oh, wir können die einzelnen Dinger hier nehmen. Mhm. Toll. Was? So, wir müssen uns das Ding anschauen, offensichtlich. So, N1. Warte, ich mach davon wieder mal ein Foto, weil das ist halt einfacher. Okay, pass auf. Nein! Oh, ich wollte gar nicht zurückgehen. Hier. In den, wo Feuer brennt, da muss N166 rein. Das hier. Hat er das jetzt reingemacht? So, damit wird verbunden das Ding. Da ist R15 drin. Okay. Dann geht der grüne Schlauch. Aber habe ich einen grünen Schlauch? Habe ich nicht. Ich nehme mal den blauen. Das ist unmöglich. Na bitte, perfekt. Okay. Also die haben ganz bestimmte Plätze, wo die reingehören. Rosa Schlauch bereit. Mal sehen. Hm, AFM fehlt. AFM? Wo ist das? AFM ist hier. Wo ist AFM? Oh Gott. So, so sieht es auf der Zeichnung auf jeden Fall aus. Hier muss A18 rein. Dann den rechts daneben 2 PF. Darunter nix. Nichts. Okay. Kann ich die Beeren... mit irgendwas verbinden hier. Oh. Die Feuerbeeren, die nicht brennen, rein in die Vase. Das ist dann wohl AFM. Aber hier fehlt die Verbindung. Wo ist die Verbindung hier? Ich brauche noch einen Schlauch. Okay, ich suche mal gerade einen Schlauch. Muss ja irgendwo rumliegen hier, ne? Vielleicht. Was ist das denn jetzt? Telefon Monstrems. Was? Oh, das sieht nach einer Art Wasserpumpe aus. Die Sprache verstehe ich nicht, aber zumindest gibt es hier Zeichnungen. Anscheinend muss ich die Pumpe mit Wasser und anderen Dingen füllen. Mit anderen Dingen. Okay, das ist schon mal richtig. Das muss auf diese Position hier. Okay. Stecker muss rein. H. O. Da ist nur Wasser, glaube ich, drin, oder? Müsste ja eigentlich. Moment.
Okay, also das hier muss dann so. Ah, jetzt ist richtig. Okay. Cool, danke, liebe Zeichnung. Hat sich hier jetzt auch irgendwas geändert? Ja, wir haben ja noch nichts zum Verbinden hier gefunden. Brennt ziemlich stark. Gut. Ist hier sonst noch irgendetwas? Vielleicht... Was ist das hier? Ein Schlauch mit einem Verbindungsstück. Wo ist da der fehlende Teil? Ja gut, immerhin haben wir das jetzt. Dieser Schlauch hat eine Art Anschluss. Ich frage mich, wofür der gut ist. Können wir uns das Auge hier mitnehmen? Nee. Okay, mit ihr haben wir schon geredet. Tschüss. So, ich probiere das mal mit diesem Schlauch. Ich glaube, das ist richtig so. Ja, ist es. Fehlt irgendwas? Ich guck mir mal die Zeichnung an. Hier ist noch rot, das heißt, so stimmt es jetzt gerade noch nicht. Da kann ich gar nichts reintun. Was ist das denn? A18, 2PF, R15. Und das habe ich alles drin. Hier fehlt aber immer noch irgendwas, glaube ich. Was steckt in dir, kleine Flasche? Die sind auch richtig angeordnet. Irgendwas scheint da noch nicht zu stimmen. Wir gehen mal in den anderen Raum. Mal gucken, was es da gibt. Vielleicht ist ja irgendwas, was wir da noch uns krallen können. Ja, schau mal an. Hier gibt es noch einiges. Ich frage mich, ob Edward wirklich schwarze Katzen mag. Falls diese Puppen Mr. Midnight darstellen, wäre das sehr seltsam. Bei Edward komme ich immer wieder ins Grübeln. Ja, scheint ein komischer Kauz zu sein. Die Tür ist geschlossen. Vielleicht kann Edward sie später öffnen. Ah. Nichts passiert. Lässt sich nicht öffnen. Warum nicht? Das Licht geht aus. Warum sollte ich hier das Licht ausmachen? Oh, so viele Seiten zu lesen. Ich hoffe, da sind auch Bilder drin. Aber Buchstaben sind auch okay. Sie erzählen mir Dinge, die ich mir vorstellen kann. Manchmal verstehe ich Geschichten falsch und das kann sehr gefährlich sein. Okay, ich dachte, vielleicht geht die... Moment, ich mach das zu, mach Licht aus. Passiert nichts. Okay. Leiter. Oh, die Leiter führt zu einer Tür, aber sie ist verschlossen. Anscheinend kann sie nur von außen geöffnet werden. Ich kann sie aber nicht von außen öffnen, weil ich drin bin. What? What is that?
Hm, für das Schlüsselloch ist sicher ein Schlüssel erforderlich. Offensichtlich. Da scheint etwas zu fehlen. Vielleicht der Schlüssel. Okay, kann auch noch nichts machen. Okay, ja, gut, gut, gut. Wir haben wohl das fehlende Teil noch nicht. Hier gibt es viel zu sehen. Ich glaube nicht, dass ich irgendwas davon brauche. Dabei frage ich mich, es gibt viele Dinge, die wir nie wirklich brauchen. Stimmt wohl. Ich frage mich, was für Dinge diese Maschine wohl zählt. Gar keine dreht hier. Wie funktioniert das? Edwards Technologie ist beeindruckend. Was ist das für ein Zettel? Das sieht nach einem mathematischen Problem aus. Aber ich werde nicht versuchen, das zu lösen. Ich habe genug anderes zu tun. Das sieht nach einem mathematischen Problem aus. Ja, da bin ich auch raus. Jetzt so viele Schuhe. Vielleicht sind sie zu eng für den großen Edward. Ich nehme mal die Pillen. Da kommen wir gleich nochmal zu. Da sind noch viele Damenschuhe. Vielleicht gefallen die Edward einfach. Vielleicht aber auch nicht, liebe Fran. Und warum auch nicht? Sie sind hübsch. So, liebe Bären. Und sie halten Händchen. Viele winzige Handschuhe, die kommen mir ein klein wenig vertraut vor. Sind das Handschuhe, die ich im Laufe der Zeit verloren habe? Vielleicht hatte Edward diese Handschuhe gestohlen und deshalb habe ich sie verloren. Das ist König Ciar, ich erkenne ihn. Jetzt verstehe ich es. Sie sind Freunde. Das ist gut. Es stärkt mein Vertrauen in Edward. Ist das so? Eine Uhr. Klasse. Was für eine Erkenntnis. Diese Lampe sieht aus wie eine Teekanne mit Gabeln und Löffeln. Das stimmt. Gut erkannt. Aber viel mehr gibt es hier nicht. Ja, dann. Bist du hier, um Edward zu töten? Das, was ich getan habe, tut mir leid. Ich hoffe, du kannst mir vergeben. Hallo, warum redest du nicht mit mir? Oh, den Schlüssel können wir einfach so nehmen. Ein kleiner Schlüssel. Ich frage mich, wofür der ist. Den ich von einem der Zwillinge gestohlen habe. Ich frage mich, was er wohl öffnet. Vielleicht dieses Ding hier? Na also, mal sehen, was passiert. In einer Welt, geschaffen aus Dunkelheit und Licht. Zwei kleine Schwestern vertrugen sich nicht. Sie stritten sich hin und her. Und waren lieb nicht mehr. Mia war wütend, Clara bedrückt. So wurden sie beide verrückt. Oh, Mädchen ohne Verstand und Sinn. In ihrem Kopf steckte Edward, Kreatur der Nacht, drin. Er kam im Traum oder der Realität und lehrte die Mädchen die Dualität. Doch sie konnten nicht verstehen, dass Edward als Freund sie wollte sehen. Edward war die Verbindung zwischen Dunkel und Hell. Grau war er, nicht grell. Clara und Mia beschlossen zum Schluss, dass Edward dringend sterben muss. Kreatur der Nacht, dein Blut fließt gleich rot. Stattdessen waren am Ende sie beide tot. Oha. Getötet hatte sie sich allein. Doch das ständige Beschweren ließen sie niemals sein. Das ist alles deine Schuld, Clara. Das ist alles deine Schuld, Mia. Zum letzten Mal kam Edward zu Besuch. Und er sprach: Ihr seid beide gefangen in eurem Fluch.
Ich gebe euch eine Chance hier. Die Welt war gemein zu dir und dir. Man hat eure Körper zusammengenäht. Nur in dem Versuch, ob was Neues geht. Man gab euch einen Spiegel, euch zu sehen. Ich gebe euch nichts, ihr müsst es selbst verstehen. Ihr solltet nun dringend danach streben, ihn zu begreifen, den Sinn vom Leben. Die Uhr, sie tickt, tickt immer fort. Zeit habt ihr, bis der schwarze Kater wird vermisst und die magische Tür des Brunnens offen ist. Das Ende. Die Musik dabei hat mir sehr gefallen. Das war sehr... Kann ich das nochmal sehen? Nee, danke. Das war sehr atmosphärisch, muss ich sagen. Kann man jetzt mit denen reden? Kann man nicht. Oh, Moment. Ich wollte nochmal was ausprobieren. Wenn es dunkel ist. Diese Blicke, Alter. Okay, hat nichts gebracht tatsächlich. Kann ich jetzt mit ihm darüber reden? Sir, kannst du mir nochmal sagen, was ich tun soll? Klar doch. Mische den Treibstoff und sorge dafür, dass die Wasserpumpe wieder läuft. Folge einfach dem Wandbuch. Das ist wie ein Handbuch, aber an der Wand. Natürlich. Kann ich jetzt die Sachen hier nehmen? Also das Ding läuft. Aber was fehlt mir hier? Muss ich hier noch was reinkippen vielleicht? AFM fehlt. Das muss hier rein, AFM. Ich mache gerade natürlich sehr willkürlich. Ich will nur mal probieren, ob das geht, ob diese Mischungen hier überhaupt funktionieren. Da kann ich nichts reinmischen. Und N166. Dieses PL33 haben wir nicht einmal genutzt. Wofür brauchen wir das? Das Einzige, was wir nicht gebraucht haben, ist dieses... Das hier. Diesen 9JM. Und PL33. Vielleicht ist es aber auch nur zur Ablenkung gedacht. Kann natürlich auch sein. Aber was muss ich hier reinmachen? Das verstehe ich gerade nicht.
Da kann ich nichts machen. Dreht sich im Kreis. Ein Lüftungsrad. Ich fasse das lieber nicht an. Ich könnte mir wehtun. Aha. So, das haben wir ja schon gelöst, ne? Kann ich das hier verbrennen? Nee. Kann ich da irgendwie was... Katerchen. Hat etwas über Wandbüchern gesagt? Ja, Wandbücher. Ja, klar. Hier. Oh, vielleicht muss ich hier den hier machen. Ich dachte, die brennen jetzt. Feuerbeeren, AFM, ach so. Okay. Blau hier rein. Da rein. Aber ich kann hier meine Beeren nicht nehmen. Macht er nicht. Das ist natürlich nicht so toll. Ja, das muss es ja sein. Das ist ja die Sicht, die wir haben. Diese Ultra-Realitätsansicht. Mit unseren Pillen bekommen wir das hin. Vor allem, wenn wir die Maschine verbessern und einen langlebigeren Motor verschaffen. Blau rechts, rot links. Ist da irgendwo was, was ich drauf, wo ich was drücken muss? Ist mir ein Rätsel, ehrlich gesagt. Ich wüsste jetzt nicht, was ich anders machen sollte. Also die Feuerbeeren sind drin, aber ich kann die nicht anzünden, weil ich hier... Ich kann nur hier draußen... meine Pillen nehmen, aber das ändert halt nichts. Das Ding kann ich mir auch nicht angucken. Kann ich mir das hier angucken? Kann ich, aber das ändert nichts. Was für ein Chaos. Oh, da ist noch ein Schlauch. Ach, du willst mich doch verarschen. Das habe ich überhaupt nicht gesehen. Das ist ganz ehrlich. Wo kommt der denn? Hier wahrscheinlich. Ja, okay. Oh, da tut sich was. Ich glaube, das wäre geschafft. Frambo ist eine wahre Meisterin der Chemie. Ich wusste, dass es richtig ist. Oh. Fran, ich habe es endlich geschafft. Den Automatikfahrer zu reparieren. Brauchst du Hilfe? Ich glaube, ich bin gut zurechtgekommen. Ich habe alles getan, worum du mich gebeten hast. Sehr gut, Fran. Alles scheint perfekt zu funktionieren. Ja, sieht alles toll aus. Was sollen wir jetzt machen, Sir? Nun ja, ich wollte dich fragen, ob du vor Kaninchen Angst hast. In einem der Räume befindet sich ein kleines Kaninchen und ich
Ich fürchte mich schrecklich davor. Würdest du mir helfen, es loszuwerden? Ein Kaninchen? Ich vermute, das hängt vom Kaninchen ab, Sir. Bei allem, was ich gesehen habe, kann ich mir nicht nur eine Art von Kaninchen vorstellen. Ist es ein Schokoladenkaninchen oder eins mit Hörnern und Killeraugen? Du musst es dir selbst anschauen. Es hat eine rosa Nase und blaue Stiefel. Es sitzt einfach nur da, blinzelt nicht, rührt sich nicht. Aber es starrt die ganze Zeit. Klingt sehr unheimlich, Sir. Aber zeig es mir, sonst werde ich es nie wissen. Du bist sehr tapfer, meine Liebe. Dann folge mir jetzt. Ist das der Raum, in dem wir nicht konnten? Offensichtlich. Also der linke Raum. Ah ja, jetzt hat er den Raum geöffnet. Ja, wir gehen rein. Oder er will uns todeslocken. Da, siehst du? Es sitzt einfach nur da. Ist das nicht ein seltsames Verhalten? Ich glaube, das ist nur ein Spielzeug, Sir. Es bewegt sich gar nicht. Würdest du bitte versuchen, mit ihm Kontakt aufzunehmen? Ich traue mich nicht, es anzufassen. In Ordnung, Sir. Ich nehme das Kaninchen und zeige dir, dass du keine Angst haben musst. Ich vertraue dem Burschen nicht. Alter, dieser Hase? Warum soll ich da hingehen? Ich sollte erstmal das Kaninchen holen. Okay. Ich kann mir nichts angucken, wahrscheinlich. Erstmal Le Kaninchen. Ist eine Falle, ne? Siehst du, es ist nur ein flauschiges Kaninchen. Kein Grund, sich zu fürchten. Oh, du hast recht, Fran. Es gibt wirklich keinen Grund, sich zu fürchten. Oh, es geht nicht. Mr. Midnight, das ist nicht lustig. Ich wusste es. Es war so klar. Es war so... Okay, weißt du was? Warum hast du Edward Angst eingejagt? Auf jeden Fall bist du sehr niedlich. Fran versteht's noch nicht. Was für ein hübsches Bäumchen. Was gibt's hier noch? Hübsche Pflanzen. Ihr erzeugt viel Luft für mich, damit ich atmen kann. Na, immerhin. 3. Tree. Okay. Und das ist Möhre, oder was? Da sagt sie gar nichts zu. Oh, eine leckere Möhre. Eine Möhre aus Edwards mechanischem Garten. Grüne Blätter. Ein Bleistift, den brauche ich nicht. Aber das schon, ein Schraubenschlüssel, der könnte sich als nützlich erweisen. Diese Glühbirnen wissen auch nicht, ob sie ein- oder ausgeschaltet bleiben wollen. Edward hat ein Papierboot gebaut. Das ist ja süß. Krieg ich den Zylinder? Hallo, bist du Edwards anderer Kopf? Der Hut gefällt mir. So, und jetzt? Anna, 1. Und wo ist 2? Hier ist 4. Krat. 4. Okay. Mr. Midnight, sag doch was. Bitte nimmt mir nicht wieder mein Katerchen weg. Mach die Tür auf. Hallo? Lass mich raus, du bösartiges Ding. Das ist ein Baum. Toll. Tolle Beobachtung. Muttern und Schrauben. Ich weiß nie, was was ist. Funktioniert nicht. Was? Ah. Funktioniert doch. Sie hat sich geöffnet. Sieht aus, als bräuchte die Maschine Energie, um aufzuwachen. Kabel, die miteinander verbunden sind. Hier fehlt etwas. Eine Batterie. Sieht nach einem kleinen Lüftungsgrad aus. Okay, da fehlt eine Batterie. Was, wenn ich hier drauf drücke? Durch den Knopf ist der Boden aufgestiegen. Wie bei einem Fahrstuhl. Okay. Lässt sich nicht einschalten. Was soll ich bloß machen? Das. 2. Das ist zu weit oben. Ich komme nicht ran. Wow, ein mechanischer Arm. Bist du lebendig? Ich glaube, er drückt gerne Knöpfe. Was? Okay, was passiert, wenn ich hier den hier mache?
Oh, ein mechanisches Kaninchen. Das ist aber nicht sonderlich niedlich. Vielleicht ist das Kaninchen wütend oder hungrig. Oder beides. Hungrig. Hier. Okay, frisst die Möhre. Und dann? Oh, ich hatte, glaube ich, Zeit, ne? Ich hatte Zeit, irgendwas zu tun mit der, mit dem Ding. Draufsteigen oder so? Kann ich die Möhre irgendwo anders hin tun? Und schlau genug, eine andere Lösung zu finden. Was ist das denn? Oh, ich habe eine Batterie gefunden. Die können wir gebrauchen. Und zwar hier.